Genau auf die Tastatur. Ja. Ja, machen wir so. Eine Mann. Weil die. Ja, bei mir, wie gesagt, Herr Sobotta, Alter, Baba-Lehrer, Baba-Typ, Baba-fit gewesen, Baba-cool drauf, wirklich. Einzige von den Lehrern war, die gesagt hat, das ist eine gute Idee, dass ich YouTube mache. Alle waren so, yo, du hast gute Noten, du musst unbedingt irgendwas Krasses machen. Und ich war so, ich will aber YouTube machen, das ist mein Bauchgefühl. Und sie meinte so, ey, mach das. Boah, ich kann den Namen nicht sagen. Sag den Anfangsbuchstaben. G. Herr, Frau. Herr G. Punkt. Ja, der war wirklich ultra nett zu einem. Man war so quasi der Liebling von dem und der hat einen so sau viel durchgehen lassen und sowas. Herr Schmolke, falls er das sieht, wir hatten in der 5. Klasse eine Erwachsenwerden-AG. Und da haben wir geübt, Leuten in die Augen zu gucken, wenn sie reden. Und das hat mich beeinflusst, weil vorher war mir das nicht bewusst, dass ich es nicht getan habe. Frau Bohn, die hat mich irgendwie nie aufgegeben. Alle Lehrer haben mich aufgegeben und... Ja, zu Recht, Digga, Abdel, du musst das letzte Scheißkind gewesen sein. What the fuck, natürlich gibt man nicht auf, Alter. Digga, Abdel. Dachten, der aus dem Jungen wird nichts und die hat mich nie aufgegeben. Die war wie so eine Anwältin oder so eine Mutter, die mich immer beschützen wollte. Auch wenn ich so Klassenkonferenzen bekommen habe, war die immer da auf meiner Seite. Meine Grundschullehrerin, Frau Wilhelms, die ist leider im Altersheim mittlerweile, aber die war einer der herzlichsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Wenn alle Jobs gleich bezahlt werden würden, welchen? Dasselbe wie jetzt. Erzieherin. DJ oder Musikproduzent? Pilot. Also YouTuber ist genau. Jede Tätigkeit der Welt hat dieselbe. Bleib ich halt YouTuber. Was magst du an der Stadt, in der du lebst, am meisten? Ich mag an... Ich glaube, ich würde auch das weitermachen tatsächlich, Alter. Ich hätte auch Bock drauf, weiterhin YouTube-Shit und Streaming zu machen, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht, Mann, weil es eine geile Passion ist. Könnte mir aber auch vorstellen, tatsächlich, keine Ahnung, Alter, vielleicht werde ich sogar... Nee, ich glaube, das, was ich mache, gefällt mir so gut, dass ich es nicht eigentlich ändern möchte. An Köln gefällt mir ganz gut, Leute, dass Köln eine absolut fußläufige Stadt ist. Man kann zu Fuß alles erreichen und Köln ist einfach eine sehr, sehr, sehr entspannte Atmosphäre hier, Mann. Ich mag Köln einfach sehr gerne, weil hier wirklich nur coole Menschen sind und ja, Mann, Shoutout an Köln, beste Stadt, ich mag es sehr gerne. Köln, dass es so kompakt ist und man... Ja, genau das quasi. Was zu Fuß überall hinkommen kann. Also am meisten hasse ich Karneval. Am meisten mag ich die Mentalität. Die ist echt, echt gut in Köln. Das sind alles so herzliche, offene Leute. Ja, ja, safe. Du kommst zu Fuß überall hin. Du brauchst kein Auto. Den Kölner Dom. Echt jetzt? Halt's Maul, Alter. Ich finde den voll geil. Richtige Kölner auf. Kölner-Alarm. Lieber im Club feiern oder Netflix auf der Couch zu Hause? Netflix. Ja, also safe, so hätte ich auch die eingeschätzt. Bei mir ist es echt stimmungsabhängig, Mann. Ich habe Abende, würde ich einfach nur zu Hause gammeln mit Jody und rumhängen. Und ich habe Abende, da will ich auch einfach feiern gehen. Und so wie letzten Samstag, ja, so viel feiern, dass ich einfach nicht mehr klarkomme nächsten Tag. Shoutout an T, wir haben das vorletzte Woche Samstag gemacht. Gehört dazu zum Leben, Mann, gehört dazu, wa? Auf der Couch. Aber feiern kann ich mittlerweile auch irgendwas abgewinnen. Egal, was das zweite gewesen wäre, Club ist für mich im Moment ganz weit weg. Also das zweite Netflix. Stimmt, Alter, das Ding ist, Anna und Jan waren früher immer voll oft feiern, jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Was ist da los, Alter? Wann gehen wir wieder ins Bootshaus? Netflix. Mittlerweile Netflix auf der Couch. Aber manchmal auch mit Abdel feiern geht auch klar. Sau cool, dass du mich rauslässt, Alter. Abdel ist safe Club. Club feiern. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen Menschen? Wenn sie verständnisvoll sind. Ehrlichkeit. Kennt ihr das, Leute? Man lernt so neue Menschen kennen und sofort sagt ihr das Bauchgefühl, das ist ein aufrichtiger Herzensmensch wirklich. Man kennt den gar nicht, aber... Würde ich auch sagen, wenn ich jemanden frisch kennenlerne, dann ist mir erstmal wichtig, dass die Person... zumindest sehr, sehr ehrlich und aufgeschlossen ist und auf jeden Fall humormäßig ganz klar mit mir vibe. Das ist für mich eine unglaublich wichtige Komponente, Mann. Über Komik und Humor lerne ich sehr viele Menschen kennen, verbinde und connecte mit sehr vielen Menschen und ich finde, Humor ist übertrieben wichtig, Mann. Also das ist mir persönlich frisch. Ja, frisch mit CH. Ja, Chat, die Emotes kommen, Alter. Entspannt euch mal bitte. Man kann dem sofort so vertrauen. Das ist ganz selten, aber ich spüre das voll gut und das feiere ich. Ich mag Leute, die Liebe ausstrahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es gibt... Ne, kann ich nicht. Es gibt Leute, die strahlen das aus und das finde ich geil. Wenn ein Mensch einfach von der Ausstrahlung her lieb ist, also so, er gibt mir diese Liebe. Verstehst du, diese Geborgenheit, dass ich mich familiär führe, das ist das Wichtigste, das schätze ich am meisten. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung an Wochenenden? Rap. Wir haben eh immer Wochenende, von daher, aber... Essen, Heyday und Fortnite. Ha, das würde ich jetzt sagen, gehabt, der ist wieder im Sofa. Ist auch so, Digga, bei mir am Wochenende, Real Talk, ich glaube am Wochenende, wenn ich Wochenende habe, also ich habe ja nicht wirklich Wochenende, weil ich immer für diese scheiß Penner von euch hier streamen muss, Alter. An der Stelle, Ausrufzeichen im Prime in den Chat, meine Freunde, ich würde mich sehr freuen darüber, wenn wir endlich mal die 3000 Subs hier machen können, damit ich mich endlich aufhängen kann, Alter. Nee. Ja,
bei mir Wochenende, wenn ich dann freien Tag habe, so wie heute, rumchillen, Serien gucken, bisschen zum Sport gehen, raus mit dem Hund gehen, im besten Falle sogar mit dem Hund irgendwo aufs Land fahren, Alter. Das ist für mich gerade Wochenende, Alter, Real Talk. Und jetzt gebt mir eure verfickten Prime zusammen, Nack. Naja, aber mal rausgehen und was erleben. Wenn ich... Abdel, mal rausgehen, was erleben, Digga. Ich sehe dich wieder im Vanity zwei Tage später unterm Tisch, Junge, Junge, Junge. Keinen Zeit. Ja, Tisch mit CH, ich halt's Maul. Zeitdruck habe am Wochenende, mal einen Tag, wo man nichts zu einer bestimmten Uhrzeit fertig haben muss, das reicht mir schon. Also ich muss dann gar nicht spezielles machen, dieses Entspannte einfach so auszuruhen, das, keine Ahnung, ist fähig. Zocken. Isst du Essen, dessen Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist? Wenn es Nein. noch gut riecht oder Nein, aussieht, was? Ich esse das nicht. Ich habe ein Trauma erlitten bei Jan. Da war ein Gewürz. Da stand, es ist 1980 abgelaufen. Ein Gewürz ist so lange haltbar. Dieses Gewürz war safe doppelt so alt wie ich. Kommt auf das Essen an und darauf, wie lange es schon abgelaufen ist. Auf gar keinen Fall. Ich hab damit wirklich mittlerweile gar keinen Stress mehr, Alter. Wenn ich sowas was sehe und ich rieche da dran und denke, es smellt irgendwie weird so, dann esse ich natürlich nicht, aber so, ich habe auch schon so Frischkäse gegessen aus dem Kühlschrank und so, das ging voll fit, Mann. Also der war auch schon 3-4 Tage drüber. Ey, solange es nicht gammelt, Alter. Mann, ich stirb davon, gönnt euch rein, sag ich immer wieder. Geht für alle Sachen im Leben. Absolut ein Trauma. Ich weiß, dass es oft Verschwendung ist, das wegzuschmeißen, aber ich hab echt Paranoia. Ja, und deswegen habe ich auch so oft Lebensmittel vergiftet. Trottel, Abdel, Trottel. Schwierig. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Kein Plan. Kann ich auch nicht sagen, Alter. Ein Leben nach dem Tod, schwierige Sache. Für mich gibt's Leben nach dem Tod, schwierige Hase, Alter. Da bin ich überfragt. Ich würde sagen, maybe gibt es irgendwas nach dem Tod, aber es wird nicht gleichzusetzen sein mit einem Leben, was wir hier auf der Erde führen, auf jeden Fall. Woher soll ich das wissen? Ich lebe noch. Ja. Ja. Nein. Denke nicht. Was war das größte Erfolgserlebnis, das du bisher hattest? Weiß ich nicht. Ach, schwierig, Alter, weil mein ganzes Leben von Erfolgen gezeichnet ist, Leute. Das ist natürlich sehr schwierig. Das irgendwie festzumachen, Alter, weil ich ja generell sehr erfolgreicher Mensch bin. Aber keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht, Mann. Ich würde sagen einfach, für mich war es, glaube ich, der Moment, als ich gemerkt habe, ich kann jetzt meine Ausbildung beenden und danach YouTube machen, Alter. Oder vielleicht sogar der Umzug ins YouTube-Haus, maybe der Umzug in meine Stadt Köln. Nicht mal das YouTube-Haus, sondern nach Köln, Alter. Gar kein Plan. Die kleine Folge sind die ganz großen. Wenn man sich nicht packen lässt von so Ängsten oder so, die einen sonst kontrollieren oder sowas, gebe jetzt nicht so viel auf so die Zahlen oder so. Stark. Ein Studium. Das hört sich komisch an, aber das Studium abzubrechen. Das Größte, was wir von der Größe her am meisten gemacht haben, fand ich die Gangtour, wo wir halt mit dem Tourbus waren und vor 3000 Menschen in Wien aufgetreten sind. Wo diese Abdel aufgetreten, einfach auf der Bühne rumgeschrien. Die ganze Halle voll war. Den Input für Trusher Jucken bei Super Smash Bros. Hättest du lieber mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser locker lassen können? Ich würde gerne besser locker lassen können, Alter. Ich schwöre, ich bin, so was sowas angeht, ein überdisziplinierter Mensch. Ich habe einfach das Gefühl, egal wie schlecht es mir geht, ich muss was machen, ich muss streamen, ich muss das, ich muss dies, ich muss Videos machen, ich muss Meetings machen, ich muss alles machen, Leute. Ich bin einfach ein überproduktiver Mensch und ich liebe Produktivität, Mann. Ich kann ohne das Wissen, dass ich an einem Tag was Bestimmtes geschaffen habe, kann ich tatsächlich nicht abspannen. Wisst ihr, was ich meine? Also das Ding ist, ich kann abends nicht ins Bett gehen, ohne zu wissen, ich habe was erledigt, was gemacht, was mich irgendwo weiterbringt auf irgendeinem Level, wisst ihr? Und ja, Mann, manchmal würde ich mir gerne wünschen, dass ich tatsächlich ein bisschen entspannter wäre einfach. Ein bisschen mehr Zeit mir nehmen könnte für meinen Scheiß einfach. Also für mein Leben so, auf jeden Fall. Besser locker lassen können. Besser locker lassen können. Also ich würde lieber besser locker lassen können, weil ich Sachen manchmal ein bisschen zu ernst sehe. Da Abdel ich sagt, sehr, Disziplin. Sehr krass sowieso schon locker lasse, hätte ich lieber mehr das andere. Mehr Selbstdisziplin. Welchen Fantasy-Charakter hättest du gerne als Mitbewohner in deiner WG? Okay, schwierige Frage, Alter. Mitbewohner in meiner WG. Also angenommen, ich würde in eine WG ziehen. Dann hätte ich sau gerne, ich glaube, ich würde Gollum nehmen, Alter. Real Talk, weil neben Gollum sieht man immer super aus. Und auch wenn der sau nervig ist und man Angst haben muss, dass der in einem Schlaf umbringt, ich fände es sau iconic, einfach mit Gollum in einer Wohnung zu wohnen. Ich fände das sau geil. Okay, ich muss kurz überlegen. Wie heißt nochmal dieser Blaue bei Watchmen? Kein Plan, wie der heißt. Ich kenne mich auch mit dem nicht aus, aber der kann halt alles machen. Deswegen gerne. Okay. Von Aladdin, Teppich oder sowas. Das wäre so geil. Stell dir mal vor, du willst so, keine Ahnung, zu Rewe oder sowas.
Ich habe ja Mo als Gollum bei mir in der Wohnung. What the fuck? 150 Subs und dann haben wir 3K. Ich küsse eure Augen. Weiter geht's. Und dann fliegst du auf Teppich und dann fliegst du kurz rein. L von Death Note. Der ist zwar sehr strange, aber ich würde es feiern, mit dem einfach so zu chillen und Süßigkeiten zu essen und so. Boah, so ein Drachen von Game of Thrones. Aber Mini, die Kleinen, weißt du? Zorro von One Piece. Denkst du, dass es Leben in anderen Galaxien gibt? Ja. Safe, also vielleicht nicht intelligentes Leben auf unserem Standard, also auf der Art, wie wir intelligentes Leben definieren und verstehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, Dicker, dass es intelligentes Leben auf anderen Planeten gibt. Generelles Leben, nicht intelligentes Leben, aber ja. Ich hoffe es, Mann, ich hoffe es, Alter. Also so rein wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig fände ich es über crazy, wenn es nicht so wäre. Ja, also stimmt. Ist natürlich eine Possibility, dass es nicht so ist, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, stimmt. Allein der mathematische Aspekt ist halt nicht auszublenden. So. Also klar, ich glaube, ohne dass viele Wissenschaftler sprechen sich ja auch, selbst unter den widrigsten Bedingungen entsteht Leben. Wisst ihr, mitten in einem scheiß Salzsee bei Druck von weiß ich wie vielen Druckeinheiten, was ist das nochmal? Was ist nochmal die Druckeinheit, Alter? Bin ich jetzt Bar? Wie viel Bar Druck? Genau. Bei x Bar Druck und ja, also trotzdem gibt's überall Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Muss es. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Was sind diese zwei Arten? Frauen und Männer. Oh, bold statement, Bro. Ich würde sagen, es gibt da noch ein bisschen mehr, Alter. Hektopascal, genau, da habe ich auch gerade gedacht, da war es falsch. Ich versuche gerade sowas zu finden, ja. Frauen und Männer. Plus Menschen und Minusmenschen. Ich würde sagen Macher und Nichtmacher. Leute, die was tun und Leute, die sich einfach nur mitziehen lassen und nichts aus dem eigenen Antrieb tun und keine Perspektive haben. Wenn man das so hart sagen möchte, würde ich sagen, sind diese zwei Arten von Menschen, die ich kenne. Menschen und es gibt die Minusmenschen. Yin und Yang. Mangelmenschen und Gönnermenschen. Gute und böse Menschen. Welche Lüge nutzt du am häufigsten? Dass es mir gut geht. Mir geht's gut. Ja, Mann, mir geht's gut. Ja, safe, ich bin fein. Stimmt in 90% der Fälle einfach mal nicht. Also so, wo ich, als Beispiel jetzt, wenn ich an der Kasse bin und sage, schönen Tag noch. Also das ist ja keine Lüge. Ich wünsche ja wirklich einen schönen Tag. Ja, dann ist es keine Lüge, ne. Aber warum ist dir das jetzt eingefallen? Nee, weil man sowas hat. Ah ja, Cengiz, ah ja. Schönen Tag noch. Meine ich nicht ernst. Hoffentlich verreckst du heute. Genauso. Wahrscheinlich das Wort ja oder nein, weißt du? Es gibt zwei Arten auf dem Planeten. Eine Milf und eine Gilf. Alles klar, Bruder. Danke für das geistreiche Kommentar hier im Chat. Man sagt oft so, nee, aber eigentlich ist das andersrum, weißt du? Am häufigsten, fuck, also. Ich kann was sagen. Sag. Ich bin in 5 Minuten da. Was war das schärfste Essen, das du jemals gegessen hast? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch nie so, keine Ahnung, die Sachen, die Unge isst und so. Ich habe einmal Thai-Schaf in Thailand gegessen, Alter. Und hab danach instant eine Magenentzündung bekommen und geisteskranke Schmerzen. Und ich glaube sogar Durchfall. Und einmal habe ich aus Versehen in einem thailändischen Restaurant auf einen Chili-Korn gebissen. Also auf einen Samen von einem Chili-Korn, von einer Chilischote. Da war ich raus, Alter. Ich habe fast geheult. So diese Nudelsuppe oder so habe ich noch nicht probiert. Ich glaube tatsächlich diese Nudeln. Diese Nudeln, da sind wir richtig abgekackt. Die Nudeln. Nein, die Habanero! Die Habanero, was ich in der Pizza gegessen habe, das war ganz schön. Ich glaube, so ein indisches Curry in England. Wo würdest du morgen hinziehen und wohnen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt? Köln. Wahrscheinlich erstmal da, wo ich jetzt wohne, weil... Köln oder maybe sogar fucking Madeira. Still discussing in my head, ob ich gehen soll oder nicht. Ich mich sehr schlecht entscheiden. Madeira, aber nicht nur wegen Steuervorteilen, sondern einfach, weil Simon da ist und ich Simon halt extrem... auf einer brüderlichen Art und Weise komplett vermisse, Alter. Simon ist ein Ehrenbruder und ich finde es immer schade, dass ich ihn so wenig sehe. Kann bei so Sachen. Dann würde ich, glaube ich, direkt nach Las Vegas ziehen. Eine Villa kaufen am Waldrand und wir alle zusammen, die Breffer, in diese Villa, wo alles richtig nice ist. So ein Haus an so einer Klippe mit so einer Aussicht, wenn ich aufs Meer schaue, sehe ich halt logischerweise das Meer und andersherum ist da halt sowas wie so ein Dschungel, aber auch so eine richtig moderne City und ja, eigentlich Singapur. Ah ja, perfekt. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Zukunft, würdest du es tun? Wenn ja, was würdest du sagen? Boah, ich schwör's. Manchmal, Alter, so dumme Entscheidungen getroffen teilweise. Da würde ich mich gerne vorbewahren. Das sind ja so Entscheidungen wie so, yo, ich mache jetzt dies noch zu Ende, ich mache jetzt das noch. Manchmal wäre es wirklich geil zu sagen, ich call mich nochmal und sag mir selber noch, Bro, was du gerade machst, absolut behindert. Baumkuchen und Harald, Dankeschön für eure Subs. Ausrufezeichen Prime in den Chat. Boah, diese Frage ist echt gut. Oh mein Gott. Würde 2008 anrufen und würde sagen Bitcoin. Internet, das kennst du noch nicht, aber es kommt bald was raus. Das heißt Google, da kannst du alles mit suchen. Mach das, mach das, mach das. Ciao. Ich würde wahrscheinlich
aus Angstgründen in der Zukunft anrufen und kurz fragen, ob alles in Ordnung ist. Das ist auch gar nicht so dumm, Alter. Kann ich voll nachvollziehen, Mann. Dann kriegst du keine Antwort. Ich erreiche so niemanden. Diese Nummer ist nicht vergeben. Ungefähr so, wo ich 14 war und sagen, verbring den Rest deines Lebens so viel Zeit, wie du kannst mit deiner Familie. Ja, Mann. Weil irgendwann wird diese Zeit nicht mehr da sein. Also ganz, ganz wichtig, Alter. Man wird älter, man arbeitet viel, man hat viel zu tun, Alter. Vergesst nicht die Zeit eurer Familie. Ich schwöre, es ist das erste Jahr, wo ich mich wirklich sehr auf Weihnachten freue, einfach weil ich Bock habe. Einfach weil ich sehr, 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 sehr erpicht darauf bin, mit meiner Familie Weihnachten zu verbringen. Und das meine ich so, wie ich sage, Leute. Ich schwöre es euch, das ist alles eine begrenzte Zeit und wenn jemand tot ist, dann kann man diese Zeit leider nicht mehr nachholen und das ist extrem belastend, Alter, wenn man das nicht machen kann. Also, ja, Mann, verbringt auf jeden Fall so viel Zeit mit eurer Familie, wie ihr könnt. Ich würde in der Vergangenheit anrufen und auf jeden Fall sagen, yo, du findest richtig, richtig gute Freunde in deinem Leben. Wonach bist du süchtig? Essen. Boah, klingt bei mir richtig behindert, aber ich glaube, also mittlerweile nehme ich ein bisschen Abstand davon, aber ich glaube, bei mir ist es tatsächlich Arbeit. Ich bin teils Workaholiker gewesen. Letztes Jahr war wirklich crazy bei mir, bis jetzt gerade auch eigentlich ziemlich anstrengend. Ich mache so viele Sachen, Alter, ich muss auf jeden Fall. Ja, es ist keine Sucht, aber es ist halt einfach der innere Antrieb, der mich ständig kickt, Mann. Ich arbeite einfach zu viel, das ist auf jeden Fall. Ja, mag man nicht wahrnehmen, wenn ich hier 3 Stunden sitze, Alter, nur streame, aber ich habe den ganzen Tag heute ausnahmsweise mal nicht viel gemacht, aber ansonsten, Leute, Arbeit und Crystal Meth, ganz klar. Nach Zucker, leider sehr. Zucker auf jeden Fall auch, natürlich. Hardcore. Instagram. Cola. Sicherheit. Stopp, Leute, bevor ihr abschaltet, hier noch eine ganz wichtige Info. Und zwar fliege ich morgen früh in die Türkei und bekomme eine Glatze geschnitten, denn ich habe meine Haartransplantation. Viele haben es auf Insta schon mitbekommen. Die ganze OP dauert 8 Stunden lang und deswegen kann ich euch nicht versprechen, ob wir uns hier am Donnerstag schon wiedersehen. Ich gebe echt mein Bestes, ihr habt mein Wort. Wenn ich es schaffe, drehe ich aus dem Hotelzimmer ein Video, wie es mir geht. Aber wenn ich es nicht schaffe, macht euch keine Gedanken. Wir sehen uns spätestens am... Perfekt. Grüße auf jeden Fall an Jan fucking Meyer.